Moin Moin und herzlich willkommen bei einem weiteren Atlas Guide. Im heutigen Video soll es um das Sexton Blocking für den Primordial Pool gehen. Wenn wir uns die ersten anliegenden Maps angucken, haben wir Cavern, Wastepool, Burial Chambers und Phantasmagoria. Schauen wir uns zuerst Cavern an. An Cavern haben wir nichts dran liegen außer Wastepool, aber da kommen wir jetzt drauf. Schauen wir uns die nächste Map an, das ist Wastepool. An Wastepool haben wir zwei Maps anliegen. Chen, also Cavern, aber sind wir fertig mit. Wir haben Channel und Canyon. Canyon ist nix in der Nähe, das heißt, da können wir einen Sextant drauflegen und sind damit fertig mit Canyon. Jetzt gucken wir uns noch den Channel an und da haben wir drei Maps noch in der Nähe. Da rollen wir überall einen Sextant drauf, einen schlechten Mod und dann sind wir damit auch fertig. Damit ist Wastepool durch. Dann schauen wir uns Burial Chambers an. An Burial Chambers haben wir drei Maps anliegen. Die erste Map ist Wild City. An dieser Map haben wir fünf Maps anliegen: Catacombs, Olmec Sanctum, Shore, Arachnitomb und Vaults of Aziri. Überall schmeißen wir einen schlechten Mod drauf. Und dann sind wir fertig mit Wild City. Schauen wir weiter. Als nächstes haben wir Vaults of Aziri. Schauen wir mal, was wir da in der Umgebung haben. Da haben wir Vault City, Arachnitomb, Vault Pyramid. Rollen wir hier überall schlechte Mods drauf. Und dann sind wir damit auch durch. Als nächstes haben wir, oder als letztes haben wir noch Val Pyramid. Wenn wir uns Val Pyramid angucken, haben wir, gut, Phantasmagoria ist eine sexy Map für Pool, die können wir erstmal ignorieren. Aber wir haben Vaults, Arachnitomb und Marshes. Ja, also die drei Maps, da müssen schlechte Sextants drauf. Damit sind wir fertig mit Burial Chambers. Val City haben wir durch, Vaults of Azir und Val Pyramid. Dann schauen wir uns zu guter Letzt Phantasmagoria an. Da haben wir Marshes und Val Pyramid. Marshes haben wir nichts anliegen, also da einen schlechten Sextant und dann sind wir fertig. Bei Val Pyramid haben wir gut auch nur Maps anliegen, die wir schon fertig haben. Also überall ein Sextant drauf und ja, das war's. Also im Grunde läuft es immer nach demselben Schema ab. Wir gucken uns unsere Hauptmap an, gucken, welche Maps ersten Grades da drum liegen. Dann suchen wir die Maps zweiten Grades, in diesem Fall Channel. Und dann legen wir auch noch auf die Maps dritten Grades Sextants. Und dann war's, dann sind wir fertig. Ich gehe noch einmal kurz alle Maps durch, die wir brauchen. Und lasse die auch liegen. Damit sieht das Sextant Blocking für den Primordial Pool so aus. Wir legen schlechte Mods auf Channel, Factory, Acid Lakes, Mesa, Canyon, Vault City, Catacombs, Olmec Sanctum, Shore, Arachnitomb, Vaults of Aziri, Val Pyramid, Marshes. Sextants, also mit guten Mods, kommen auf Cavern, Wastepool, Burial Chambers und Phantasmagoria. Und daran sieht man auch, warum Primordial Pool so gut ist.
Das sind alles weiße Sextants. Man kann vier weiße Sextants die ganze Zeit laufen und man kann eine ganze Reihe Mods blocken. Das heißt, Primordial Pool ist sehr günstig zu laufen, ein gutes Layout. Und wenn man möchte, kann man natürlich auf Primordial Pool auch noch eine Map, einen Sextant legen, weil das in der Shaped-Variante auch nur eine T10 ist. Also sehr, sehr gut. Sehr günstig zu laufen, sehr effizient. Gut, das war's dann mit Primordial Pool und diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann bis zum nächsten Mal.